meine Lieben. Heute ist ein besonderer Tag. Es ist der 4. Advent und es ist auch Heiligabend. Dass der 4. Advent mit Heiligabend kalendarisch an einem Tag zusammen stattfindet, war das letzte Mal im Jahre 2000. So zünde ich heute für euch die 4. Kerze an. Und damit endet in diesem Jahr die Adventszeit, die Vorweihnachtszeit. Wollen wir uns einmal darauf besinnen, was für der Advent, was für uns der Advent überhaupt bedeuten kann. Also, wir buchstabieren einmal. A bedeutet annehmen. Alles, was geschieht, egal, ob es uns gefällt. D, der Buchstabe D. Dasein, für den, der Hilfe braucht. V, Vertrauen, denen, die man liebt. E, entdecken, das, was für uns wichtig ist. N, Neuanfang. Auch wenn es bisher nicht so gut lief, heute beginnen wir von Neuem. Und das T. Tragen helfen. Denen, die Last zu schwer wird oder ist. Und das nehmen wir mit in den Heiligabend. Neben dem leuchtenden Adventskranz steht der Weihnachtsbaum, der wundervoll geschmückt ist. Und die brennenden Kerzen erleuchten den Raum. Nehmen wir in Besinnlichkeit die Ruhe, Freude und den Frieden in uns auf. Heiligabend ist's. Ich wünsche euch ein gesegnetes und freudvolles Weihnachtsfest. Und viel Zeit für euch selbst. In lichtvoller Herzlichkeit und Liebe, eure Diria.